Hallo Leute, ja, ich hab's geschafft und es geht weiter. Meine Güte, und gewonnen hat Roxas. Und ich kann wirklich diese komischen Attacken machen wie die anderen, so Rakete und so alles. Hab ausprobiert. Ein wirklich glorreicher Kampf. Weiße Flügel. Was heißt das mit weißen Flügeln? Kann ich jetzt fliegen oder was? Roxas, ich bin wirklich beeindruckt. So viel Können habe ich noch nie gesehen. Eine weitere Runde Applaus für den Sieg von Roxas. Und damit ist unser heutiger Wettkampf beendet. Bis zum nächsten Mal. Warte, weiße Flügel, das muss ich mal ansehen. Tafeln. Zubehör. Wo sind diese weißen Flügel? Ich muss auch nochmal gleich gucken, wo Genese ist. Das muss ich auch noch machen. Diese ultimative Schwert. Das ist wirklich das ultimative Schwert. Dieses goldene Schwert, was wir am Anfang hatten, das ist wirklich das beste Schwert in dem Spiel. Dämonenflügel. Achso, das hatten wir ja schon. Weiße Flügel. Diese Flügel orientiert sich am weißen Vogel des Glücks. Okay. Und das werden wir auch noch abspeichern. Dankeschön. Daten wurden gespeichert. Und es geht weiter mit dem nächsten Turnier. Der Tag ist endlich gekommen. Wir beginnen jetzt mit dem Millennium-Pokal der Entscheidung. Er wurde so genannt, da wir dafür beten, dass Kaleida für Jahrhunderte floriert. Die Teilnahme an diesem Turnier gilt als große Ehre. Und willst du erst einmal versuchen? Yep. Richtig so, dann lass uns anfangen. Das letzte Turnier, meine Damen und Herren. Der Millennium-Pokal der Entscheidung wird jetzt beginnen. Und unsere heutigen Teilnehmer gelten als die stärksten unter uns. Menya? Ich dachte, keiner kann sie sehen. Die mächtigste Wüstenhexe Ellie. Zeit, dass euch Mütterchen mal zeigt, was sie kann. Immer noch der Beste, unser ureigener König Zenobat. Ein König muss stark sein. Ich bin der heilige König Zenobat. Als nächstes haben wir was? Ist da jemand? Aber doch, Minja ist direkt hinter uns. Ich werde mein Bestes geben. Warte, keiner kann die sehen und trotzdem macht sie mit und schließlich Roxas. Sind alle bereit? Beginnt die himmlische Abbrechen. Warte, die ist ein Geist und macht mit, okay. Ist auch was Gutes. Das ist schon ein bisschen heftiger als die normal. Du heilige Scheiße, die Bälle sind immer da oben. Scheiße, die sind heftig. Boah. Okay, das schaffe ich noch. Komm her. Och du Scheiße, was war das für ein Feuerball? Ey, sowas will ich auch machen. Scheiße, fick dich ins Knie. Mann, Minja, du nervst. Ja, geschafft, ja, bam. Okay, komm, das kann ich noch schaffen. Wenn jetzt einer von euch irgendeinen Fehler macht, dann bin ich sehr glücklich, bitte. Scheiße, ein Feuerball. Ach du Scheiße, diese Minja ist gut. Ja, du bist ein Geist und hast trotzdem gewonnen. Egal. Meine Güte, Roxas, du hast leider verloren. Halt die Fresse. Willst du nochmal probieren? Ja. Okay, jetzt mache ich euch fertig, ihr Drecksbastarde. Und Minja, hör auf mit den komischen Feuerbällen. Oh Mann, fick dich doch. Jetzt kommt meine Attacke. Bam. Scheiße, er hat getroffen. Ey, das...
Leck mich da. Komm. Boah, er hat mich hochgenommen. Er hat mich wirklich halt die Fresse. Boah, 3-0 Klatsche. Boah, das war heftig. Nochmal. Nochmal. Aber ich will mal Faldo wieder treffen, aber... Warte, wo ist er denn? Er ist in sein Königreich, aber wie kommt man da hin? Komm. Es funktioniert nicht bei denen. Komm. Ja. Ach, nicht immer triffst du. Pech gehabt. Ja, 2 Punkte. Fick dich ins Knie. Scheiße, die hat einen Punkt gemacht. Okay, ich habe trotzdem den Ball. Komm, den Punkt kann ich noch gewinnen. Ah, ich habe noch getroffen. Komm, mach doch einmal auf mich. Oh nein. Wenn ich jetzt noch verliere, dann... Boah, da ticke ich aus. Komm, komm. Boah, du Drecksbastard. Ich bring dich um. Du alte Schachtel, ich hasse dich. Wenn du das normal lässt. Boah. Mann. Okay. Ja, ich weiß es. Ja, aber das mache ich mal offscreen. Also, bis gleich. Okay, ich habe es geschafft. Ich habe gewonnen. Ja. Nach langen Versuchen. Okay. Meine Güte, und gewonnen hat Roxas. Ein wirklich glorreicher Sieg, wie immer. Schlangenschwanz. Okay. Du bist so stark, Roxas. Eine weitere Runde Applaus für den Sieg von Roxas. Und damit ist das Turnier beendet und Ruhm und Ehre für Kalaila. Okay, ich habe jetzt alle Turniere gemacht und... Super! Und was jetzt? Habe ich jetzt irgendwas bekommen? Nein. Warte, ich gehe mal zu Rex... Rexy Boy, wie geht's dir? Ja, ist schön für dich. Ah, reden. Hey, hey. Menya muss ihrem großen Bruder Rex etwas erzählen. Auch wenn Menya tot ist, ist sie trotzdem glücklich. Das ist, weil Rex so ein netter Bruder ist und immer an Menya denkt. Und jetzt hat Menya einen neuen Freund, der ihr Aufmerksamkeit geschenkt hat. Sie will nicht, dass Rex immer noch traurig ist. Menya kann hier nicht weg. Kannst du also Rex für mich hier bringen? Okay. Ich soll Rex also herbringen? Reden? Hey Roxas, was gibt's? Hä, wohin bringst du mich? Hey, was ist denn dich gefahren? Warum bringst du mich hierher? Großer Bruder Rex, kannst du Minja hören? Hallo, Minja? Wenn ich vorbeikam, konnte ich sie spüren. Ich wusste, dass sie da war und über mich wachte. Kann sie nicht sehen, vielleicht bilde ich mir das alles nur ein. Im Geiste sprach ich immer zu ihr. Hey Menya, wie läuft es denn so? Nicht rennen, Menya, sonst tust du dir weh. Das ist eine schöne Blume, die du da hast.
Wenn ja, der arme Duran ist erschöpft, können ihm doch mal eine Pause. Wenn ihr so tun, als ob spielen, kann ich dann der Dämonenfürst sein? Menja. Oh, scheiße. Ich verspreche, dass ich dir eine neue Puppe kaufe. Menja, ich. Je mehr Zeit verging, desto verbitterter wurde ich. Ich hasse die Welt und mich selbst, angewidert davon, was ich geworden war. Verlor ich die Fähigkeit, im Geiste mit dir zu sprechen? Jetzt bin ich anders. Ich habe meinen Freund gefunden, auf den ich mich verlassen kann. Ich möchte in dieser Welt leben. Ich möchte weiterkommen, wenigstens Schritt für Schritt. Ich will, dass Menja ohne jede Sorge über mich wacht. Okay, großer Bruder Rex. Von nun an wird mit dir alles in Ordnung sein. Danke, Menja. Und? Okay. Super. Super, super, super. Und? Ja. Aber kann ich eigentlich noch irgendwas machen? Ach du Scheiße. Ja. Ja. Blitzmeldung. Einzelheiten unbekannt. Was? Schwertdämon wiederbelebt in der Eishöhle. Einzelheiten unbekannt. Was macht der Schwertdämon wieder? Warum ist er wiederbelebt worden? Okay, das Buch steigt immer weiter und weiter. Super. Also muss ich wieder alle scannen oder wie? Blitzmeldung? Was ist denn da? Mystische Juwelen? Ach, diese können mich mal. So. Okay, das Buch steigt wieder auf. Super. Blitzmeldung, was los? Enormer Monsterausbruch bei der Waglis-Festung. Ach du Scheiße, so viele Sachen muss ich noch machen, oder was? Verdammt. So viele Sachen, aber so wenig Zeit. Nein. Ja, verpiss dich, du. Dich habe ich jetzt auch eingescannt. Ihr Drecksteile. Und Meister, sagst du irgendwas zu uns, weil wir die Welt gerettet haben? Ahaha. Dankeschön. Und Duran, wie geht's dir, du alte Sau? Okay, die sind jetzt alle lebhafter, super. Nö, nö, nö. Und du kommst mit mir. Warte, was kann ich eigentlich noch alles machen? Was kann ich denn alles machen? Haben wir eigentlich ihn schon analysiert? Nein, oder? Nein, das hatten wir nicht. Ist wieder okay und der Krieg ist vorbei und dir gebührt der Dank. Dankeschön. Was machst du eigentlich hier? Das weiß ich auch nicht. Analysieren. Und reden. Okay. Ich gehe mal jetzt wieder da rein. Und da raus. Und reden mal mit dem König. Ha 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 ha. Dreckskönig. Und was hast du zu sagen? Warte, Guri Guri, hat du irgendwas dazu? Okay, und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss.